schön. Wieder haben wir viel gesehen. Fremde Menschen, fremdes Land. Überall war's interessant. Ja, die Welt ist weit und groß. Wo man hinkommt, ist was los. Und die Mädchen überall waren schon immer mein Fall. Ein Köln und ein Bier und ein Schifferklavier, dazu eine niedliche Där. Das wünsche in jedem Hafen nicht mehr, das hat jeder Seemann so gern. Ein Köln und ein Bier und ein Schifferklavier und dann einen Song fürs Gemüt. Was will man noch mehr, was will man noch mehr? Was will man noch mehr? Mein Freund setzt dich her und spielt von der Heimat ein Bier. Manchmal ist die Sehnsucht groß und sie lässt dich nicht mehr los. Doch ein Seemann hält das aus. Ich könnt ja wieder Holger, Lenken, Leute, wir brauchen die Lenken. Vergangenheit und sein altes Lieblingslied durch die Erinnerung zieht. Ein Öl und ein Bier und ein Schifferklavier, dazu eine niedliche Dern. Das wünsche in jedem Hafen nicht mir, das hat jeder Seemann so gern. Ein Köln und ein Bier und ein Schifferklavier und dann einen Song fürs Gemüt. Was will man noch mehr, was will man noch mehr, wenn man durch die Welt kämpft? Es gibt auch freundliche Menschen, nicht? Was will man noch mehr, mein Freund setzt dich her und spielt von der Heimat ein Lied. Seemann, lass das träumen, denk nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Wellen rufen dich hinaus. Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai. Alte Salz- und Heringsspeicher des 16. und 17. Seemann, lass das träumen, denke nicht an mich. Seemann, denn die Fremde wartet schon auf dich. Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai. Als ein Städtchen der menschlichen Begegnung anzusehen. Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne. Und nur ihnen bist du treu, ein Leben lang. Und dort einmal hinein, um einen Blick
auf das prächtigste Bischofsgrab. Ja. Dort wieder bald. Sieben goldenen Türmen bezeichnet. Ganz links das doppelte Dompaar des Domes, den wir soeben besuchten, und es schließt sich dann eine einturmige Kirche an, Sankt Egidien, die man im Bereich der Ackerbürger und Handwerker errichtete. Die halbrunden Wehrtürme, denen man noch an vielen Stellen in der Stadt in der Menschenstraße unterhalb der Türme mariert, hier im Ja, das ist
Let's go.
Captain, vorne im Captain, der Show. Der Astro hoch, der Astro hoch, oh, der Astro hoch, oh, der Astro hoch, oh, der Astro hoch, oh, der Astro hoch. Oh, we feel so great now, we want to go. Thank you.
Da stehen sie ja. Hier schon an. Bis da stehen sie. Oh, was sind die hier? Ach so. Ja, nee, dann kommt da rein. Mehr Holzfeige, oder? Geschenke immer ein Dankeschön sind und ein Dankeschön bedeutet meine Wenigkeit, dass ihr mit dem zufrieden wart. Denn wenn ihr nicht zufrieden gewesen wärt, wäre dieses Geschenk nicht ehrlich gemeint. Und ich glaube, dass ihr alle so ehrlich seid und dieses Geschenk gerne gegeben habt. Vielen Dank dafür. Ja. Also die Ursel sagt mir gar schon, es fühlt sich auch so an wie ein Buch und damit eine Bitte, dass wir dieses Buch dann irgendwann, wir können es auch morgen vielleicht machen, irgendwann umgehen lassen, dass ihr alle einmal euren Namen da reinschreibt. Wir haben das auch noch von dem Parkbuch, von dem Buch der Goldenen Stadt in der Mitte aufgemacht und das ist eine sehr schöne Erinnerung. Vielen Dank nochmal, Ursel, hier auch ganz. Wir wollen noch mehr, oh ja.
ja eine Hölle hätte ich mit die Dame schon gut gelobt, hä? Der echte Hammer und die Damen drei hervor. Wie geht uns das denn? Wie kalt ist das denn? Wie kalt ist das denn? So viele Leute haben da auch noch nicht am Schluss gehabt. Kann ich dir die beiden Sachen nämlich hier oben vorlesen? Ich soll die Kamera weggucken, wo er geboren ist. Die Fenster hier, da ist es nicht. Hier nimm deinen Mundschenk mit. Helmut Hühn! Ja und Dieter, sag mal den Dieter, ich hab heute frei. Wieder die Welt.
We'll be right back.
Stop it! Da kam ein kleiner Pippi angeblitzt und hat den frischen Pflaumenkuchen angeblitzt. Da kam ein kleiner Pippi angeblitzt und hat den frischen Pflaumenkuchen angeblitzt. Da kam ein kleiner Junge angelaufen und für 5 Pfennig die Pflaumenkuchen kaufen. Die alte Dame denkt, das macht sie fein. Packt ihm den angeblitzten Pflaumenkuchen an. Bei Susanne Hagemann und